heute ein kleines Nikolaus-Special. Wir öffnen heute von Celebrations die Pikachu-Box, die Charizard-Box, 4 so Battle-Styles, 1 von diesen Packs und ich habe schon vorhin eins geöffnet von denen. Da kam dieses schöne Ding raus. Als erstes packe ich hier mal die Pikachu-Box aus. Hier seht ihr es nochmal genauer. Das hole ich jetzt hier aus der Verpackung raus. Dort sind die schönen Pikachus. Die habe ich sogar schon einmal als japanische Variante gezogen. Hä? Kann man sowas hier rausziehen? Da sind sie. Hier seht ihr jetzt nochmal die Karte zusammengelegt. Die kam hier noch mit dem Trainer. Hier gibt es auch noch die große Karte. Dazu hat die gleiche Größe jetzt. Okay, es kam mit 4 Celebration Packs, mit einem Dark and the Blaze Pack und mit einmal Battle Styles. Und das werde ich dann nach oben zu den Battle Styles hinzufügen. Jetzt kommen wir zu der Charizard Box. Ist auch eine ziemlich gute Box. Die kommt auch mit einer sehr nicen Charizard Karte. Finde ich sehr cool, das Artwork. Und natürlich mit einer großen und wieder mit ein paar Packs. Hier seht ihr es auch wieder. Ist auch wieder sehr viel Plastik dabei. Okay, hier seht ihr die Promo Charizard. Sehr nice Karte. Kommt direkt in den Sleeve. Dann werde ich diese Packs auch noch dazu fügen zu den anderen. Hier ist halt noch die Promo. Und es kommt, glaube ich, mit hier, ja, mit 4 Celebrations, mit einem Battle Styles und noch ein Darkness Ablaze. Okay. Und jetzt kommen wir dazu, alles zu öffnen. Wir werden jetzt erstmal die Darkness Ablaze Sachen öffnen, die Battle Styles und dann die Celebrations. Es sind 8 Celebration Packs, 2 Darkness Ablaze Packs und ich glaube 7 Battle Styles Packs. Ich fange an mit dem ersten Darkness Ablaze Pack. Also bei Darkness Ablaze Sachen habe ich schon mal ein Display geöffnet und ich habe das Charizard schon gezogen, aber es wäre nice, wenn wir es nochmal ziehen. Elektroenergie. Und Wigglypuff. Zweites Pack von Darkness Ablaze. Mal gucken, ob wir da jetzt mehr Glück haben als beim ersten. Oh nee, ich sehe schon grüne Code Card. Oh, doch ein Hit. Grimmsmall V-Max. Oh, ich hätte gedacht, grüne Codecards bedeuten, dass man keine Hits hat. Aber nee, V-Max. Sehr gut. Okay, wir fangen jetzt mit dem ersten Battle Styles Pack an. Battle Styles, das mögen die ganzen YouTuber eigentlich nicht so gerne. Ich habe es noch nicht so oft geöffnet. Oh, weiß-grüne Codecard. Da müsste eine Hohle. Oh, die Packs sind oben beschädigt. Ja, auch die. Hoffentlich ist dort nicht so was Gutes drin, weil die Ecke ist beschädigt. Was und... Ja, okay, ein Holo. Seht ihr, oben rechts sind die beschädigt. Nächstes Battle Styles. Ja, komm. Ich öffne die jetzt nicht so besonders, weil heute soll es eigentlich eher um Celebrations gehen. Deswegen gucke ich auch auf die Codecards. Ah ja, da könnte ein Hit drin sein. Hm, ich habe den Card-Trick gefunden. Ach, egal. Okay. Hm, was bedeutet eine weiß-rote Codecard, dass auch nichts kommt, oder? Ah, ich habe wahrscheinlich schon einen Pack-Trick falsch gemacht. Das war nur die Aufwärmrunde. Das drittletzte Battle Styles Pack. Wieder weiß-rot. Die sind irgendwie alle beschädigt, die Battle Styles Packs. Eine Holo. Okay, nice. Vorletztes Battle Styles Pack. Wir haben eine weiß-rote Codecard. Die sind alle oben rechts beschädigt hier. Reverse und. Kein Hit. Okay, letztes Battle Style Pack für heute. Wir hatten noch keinen Hit bei Battle Style. Ja, ich weiß auch noch nicht, was ich zu dem Set sagen soll. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht das Beste. Aber vielleicht kriegen wir jetzt noch einen Hit im letzten Pack. Und
kein Hit. Okay, jetzt kommen wir dann zu den Celebrations. Ich habe Celebrations, glaube ich, noch kaum in Englisch geöffnet. Und bin ich dann mal gespannt, ob wir eine alte Karte bekommen. Galga. Die ist gut. Zekrom Blackstar. Oh. Sehr gut. Okay, nächstes Pack von Celebrations. Wir hatten direkt Zekrom Blackstar. Und, wieder eine alte Karte. Xenias EX. Sehr gut. Okay, nice. Jetzt haben wir schon zwei alte Karten. Aber ich hätte gerne so eine ganz alte. Also zum Beispiel sowas wie einen Turtok oder einen Glurak. Ein Basic. Und ja, Kleffer und noch ein Pikachu. Sehr gut, die geht schon wieder in die ältere Richtung. Okay, nächstes Pack Celebrations. Bis jetzt geht's ziemlich gut. Drei Packs, drei Hits. Guck mal, ob sie weitergehen kann. Pardon. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie ich wollte, ein Turtok. Base Set 1999. Das ist echt gut. Oh mein Gott. Und jetzt noch ein Glurak. Jetzt noch ein Glurak und dann haben wir schon wieder komplett Plus gemacht. Das ist jetzt schon ein ziemlich gutes Opening. Goldene Battlestyles hatten wir kein Glück. Aus 6 Packs kein Hit. Aber Celebrations macht so viel Spaß zu öffnen. Wenn man da fast immer einen Hit hat. Und erstes Mal kein Hit. Wir haben dann zum Schluss noch dieses Pack. Da ist eine Karte drin, aber eine ziemlich gute Hit ist dort immer drin. Das öffnen wir dann zum Schluss. Und kein Hit, aber nochmal ein Surfing Pikachu dafür. Okay, vorletztes Pack. Jetzt noch ein Glurak und dann wäre es perfekt. Oder in dieser Saum. Dieser Floor, meine ich. Okay, Ines. Oh, aber ein Surfing Pikachu VMAX dafür. Letztes Pack Celebrations. Jetzt noch ein guter Hit, bitte. Galga. Palkia. Oh, Imposter, okay. Und noch, aber auch noch eine alte Karte, glaube ich. Sehr gut. Okay, jetzt kommt dieses Pack. Oh, das ist eine Karte drinnen. Wir können ein Glurak ziehen. Wir können so viele gute Sachen hier rausziehen. Es wird eine alte Karte sein. Okay. Ich hole sie jetzt raus. Okay. 3, 2, 1. Oh, eine Trainer. Aber es ist eine alte Karte. Auch noch eine stabile Karte, würde ich sagen. Ich zeige jetzt nochmal, was wir heute gezogen haben. Wir haben eine Trainer gezogen, eine japanische. Wir haben die schönen Promos, Pikachu, Charizard Promo, dann Bardua EX, auch altes, japanisch, aus Darkness Ablaze eine VMAX, Zekrom, Xenias, Surfing Pikachu VMAX, Imposter Professor Oak haben wir noch gezogen, eine alte Karte, Kleffer haben wir noch gezogen als alte Karte und Turtok. Ich bin extrem zufrieden mit der Ausbeute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und ciao. Danke für die ganze Liebe. Peace. Wiederschauen, reingehauen, bleibt gesund.